Jo, hier ist die Antwort mit einem Experiment. Wartet. Da musst du nur hin auf Play drücken. Wo? Da. Da muss ich Play drücken. Dezember 2016, Deutschland. Gucke Unbequeme ich gerade Fragen. Abbys Kommentar zu Wolfgang an. Ja, vor einigen Minuten oder vor 15 Minuten habe ich den Impuls, dieses Video hier zu machen, und dann ist mir das wieder entglitten. Ich rede jetzt über Deutschland-Themen. Wer meinen Kanal kennt, wer mich kennt, der weiß es ja, dass ich mich da fest Schlecht. abonniert habe darauf. Ja. Und Bisschen leiser. doch ist es immer etwas, was in mir gerade als Impuls lebendig wird, wenn ich ein Video mache, wie dieses jetzt Ja, hier. Ja? dieser Wahnsinn. Es ist immer so. Es sind Themen, die das ganze Land betreffen, eigentlich, wo ich mich als Teil von diesem Ganzen, von dem deutschen Volk, von der deutschen Kultur, von der Lebensweise, von unserer Geschichte, als Teil von dem betrachte, wo die ganze Welt eine Ahnung davon hat, dass es Deutschland ist. Ja. Ich bin ein Teil von dem, mittendrin, und sehe das verschwinden. So trete ich hier auf, so kennt man mich. Seit 1,5 Jahren. Und doch ist es immer so, auch wenn es diese Bedeutung eigentlich hat, für mich jedenfalls, ne, dass es aus mir herauskommt, dass es ganz stark mit mir zu tun hat. Und so kam es vorhin. So, ich wusste genau, red darüber. Das ist wichtig. Es ist wirklich wichtig. Ja. Und dann war es wieder weg. Und jetzt weiß ich, dass ich mit diesem Titel Deutschland unbequeme Fragen drüber sprechen kann. Genau die unbequemen Fragen bringen uns weiter, bringen auch mich weiter. Ich fange mal bei mir an. Ja. Ich gebe mal Beispiele, damit es verständlich wird. Ich bin erklärtermaßen ein Gegner von Sozialismus, von einer Zwangsvergemeinschaftung oder Zwangsvergesellschaftung von Menschen, ja, durch ein sozialistisches System. Bei Nordkorea, da sind wir uns wohl einig, dass das abzulehnen wäre. Da glaube ich, habe ich keinen einzigen Zuschauer, der das gut findet, was in Nordkorea läuft. Ja, da kenne ich so wenig Aber aus. schon bei dem Modell DDR oder bei dem Modell Sowjetunion dürfen sich die Geister scheiden. Schon bei Venezuela oder Kuba dürfen sich die Geister scheiden. Ja. Für mich ist es klar, Sozialismus, da haben wir keine Eigenverantwortung. Bei Sozialismus wird individuelle Freiheit unterdrückt, zwangsweise unterdrückt. Da haben wir Korruption schon praktisch im System, im Kern angelegt. Die Versuchung, dass Funktionäre Gleiche wie hier im sich Westen, eben was halt hier im Westen jetzt Geld ist und dann sind im es die zum Funktionäre Wohle und der die Tiere. Allgemeinheit in Gänsefüßen, ja, selbst bereichern. Wie bei Orwell, George Orwell, Farm, so nach diesem Muster. Ne? Das ist für mich Sozialismus. Und das sehe ich hier in Deutschland, aller Orten. Ganz starke Sozialismus-Tendenzen in dieser Weise, wie ich das gerade beschreibe. Funktionäre, die sich in die eigene Tasche hineinstopfen. Ja. Hat ja hier Jesus gesagt, Ja, gesagt, in der Sterbephase des Kapitalismus nimmt der Kapitalismus zum Überleben für die Restphase sozialistische und wie heißt das andere, kommunistische Züge an, um zu überleben. Sozusagen nimmt seinen eigenen Klassenfallen die Vorzüge und baut die ein, damit es weiter funktioniert. Und er meinte, das ist in Europa genauso. Das ist praktisch die Europa eine extrem sozialistische oder entplanung, naja, in so eine Struktur. Ich habe zwar nicht verstanden, was er damit gemeint hat, aber zumindest hat er es so gemeint. Habe mich damit noch nicht beschäftigt.
die auf Kosten anderer Menschen leben, die das Geld dritter Leute, wo andere Leute sich für anstrengen müssen, einfach leichtfertig ausgeben für vermeintliche Wohltaten oder für eigene Zwecke, ja? Für ihre Kumpane. Also, das geht ganz, ganz tief bei mir mit Sozialismus. Ich verhasse nämlich, komme von dem Thema weg, gut, aber zumindest mache ich damit deutlich, dass ich eine ganz tief sitzende Abneigung gegen Sozialismus habe, in mir drin. Ja. Die Entgegensetzung von Eigenverantwortung, dass man für sein eigenes Tun oder Unterlassen auch die Folgen selber zu tragen hat. Was mache ich? Beispiel jetzt für eine unbequeme Frage, ja, die ich mir dann stelle. Was mache ich eigentlich, wenn ich dann mal erfahre, in der ehemaligen DDR, ja, dass dort das Zusammenleben tatsächlich gemeinschaftlicher war als im Westen? Im Westen haben wir eine Individualisierung. Ja. Es gab noch bis fast in die Endzeit der DDR gab es Tanzlokale, viele, viele Tanzlokale. Ja. Und die sind hier im Westen Deutschlands verschwunden. Es gab eine Geselligkeit, die gepflegt wurde, die bei uns hier in Deutschland vielleicht in den 60er Jahren noch vorhanden war. Wolfgang, FKK-Strände, jeder war wichtig, der eine hat einen Rasenmäher, der andere hat einen Zementmischer, jeder war wichtig, ob dumm, dämlich oder sonst was, weil es einfach ein Tauschhandel war. Und es war eben solidarisch, so könnte man sagen. Hatte seine Vor- und Nachteile. Die Partei war im Prinzip die Diktatur, so wie jetzt die Gelddiktatur, ist halt ein anderes System. Und alle waren in der Partei, alle, die wir zu sagen hatten, waren Zwangsparteigenossen. Die ging bis zu den Lehrern hoch. Das war einfach wirklich leider ein Fakt. Aber wie die Stellung genutzt wurde, zum Beispiel mein Direktor war bei der Stasi, wusste jeder und der hat uns geschützt. Wir haben so viel Mist gebaut, die Stasi kam an und hat Kinder mitgenommen und hat sofort angerufen und gesagt, hört mal, das könnt ihr nicht bringen. Wobei die ihre FDJ-Hemden verbrennen, weil sie 10. Klasse Schluss haben, könnt ihr die nicht mitnehmen. Das war nicht politisch gemeint, sondern war einfach nur ein bisschen dumm so, halt 10. Klasse. Und naja, ihr habt es wirklich knatscht, die waren 2 Tage weg und er hat es geschafft, die wieder rauszuholen, ohne dass die irgendwie Ärger gekriegt haben. Also das hing sehr von der Person ab, wer praktisch dieses Amt inne oder eben bei der Stasi war. Bei uns war gegenüber Hölz, der war eben auch sehr, war halt bei der Stasi, großer Sekretär, war ein Mensch durch und durch und unheimlich angenehmer Zeitgenosse. Und er sagte, du erzählt mir nicht so viel, ihr wisst, ich bin bei der Stasi, ich hab da ja keinen Bock drauf. Und es war schon sehr viel menschlicher. Man wusste seine Pappenheimer und man wusste, wie man aus dem Weg gehen muss und man wusste auch, wo man wann wie lügen muss, damit man irgendwie über der Runden kommt. Das ist einfach so, jetzt ist die Lüge so doll verschleiert, dass man einfach ja nicht mehr weiß, was man sagen soll. Aber zu Ostzeit wusstest du, okay, in der Schule musst du einfach Ja sagen zur Partei und zu Hause war das, oder unter den anderen normalen Menschen war es so, nicht das Gegenteil, aber schon anders, wirklich komplett anders. Also es gab 2 Wahrheiten der DDR, so sage ich es einfach mal. Aber die zunehmend verschwunden ist hier in Deutschland, in Westdeutschland, erstmal, wo ich dann sofort sehe, das ist ein Verlust an Gemeinschaft im Westen. Das kann ja dann auch nicht gut sein, ich spüre es sofort, ja. Wo ich dann aber auch weiß, da gab es gelebte Gemeinschaft in der DDR. Leute dort in den neuen Bundesländern können mir davon berichten, glaubhaft berichten. Wie geht es dann mir selbst, ja? Sollte ich dann meine Haltung zum Sozialismus überdenken? Stimmt da etwas nicht mit meiner tiefen Abneigung gegen Sozialismus? Ich gehe davon nicht ab. Diese tiefe Abneigung bleibt bestehen, die ich gegen den Sozialismus habe. Aber im selben Moment, wo ich positiv reden über ein Gemeinschaftsgefühl, was gelebt wurde, im selben Moment weiß ich, ich bin unehrlich, wenn ich das alles in einen Topf verrühre. Ja?
wenn ich nicht bereit bin, auch durchaus positive Aspekte des Lebens in der DDR anzuerkennen. Und anzuerkennen, dass ein übersteigerter Individualismus auch nicht das Gelbe vom Ei ist. Individuelle Freiheit auf die Spitze getrieben ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber nochmal, ich bin wirklich von ganz tief innen heraus gegen Sozialismus. Ist automatisch mit Zwang verknüpft. Da zeige ich den Stinkefinger. Da sage ich, ohne mich, lenkt mich. Dann habe ich genau dieses Empfinden wieder, wie hier in dieser BRD. Übergriffigkeit. Wolfgang. Lies mal. Vom Sinn unseres Lebens. Ja. Das ist ein Buch, das haben die Jugendweihe-Absolventen in der DDR und das Jugendweihe geschenkt bekommen. Ja? Das ist ein ziemlich dicker Band, auch nicht schwer und enthält viel Text und viele Bilder. Es ist ein Abriss, es ist eine Zusammenfassung. Von allem, was zum Sozialismus, Kommunismus dazu gehört. Ich beziehe es mal nur auf den Kommunismus. Ich bin Fan vom Kommunismus. Also von dem, was ich da gelesen habe, ich bin 1983 geboren, Wolfgang. Damals, Kindergarten, das habe ich schon mitbekommen und so. Diese Kindheit, also die sensiblen Jahre, meine sensiblen Jahre habe ich in der DDR verbracht. Mein Heimatland, in dem ich geboren wurde, in dem ich in meiner frühen Kindheit aufgewachsen bin, das gibt es so nicht mehr. Ja. Das habe ich dann auch ganz schön gemerkt. Und daher bin ich dann noch nicht so vergiftet worden. Mein Vater zum Beispiel, ja, der kann mit Sozialismus, Kommunismus, genau wie du, diese innere, diese natürliche Abwehrreaktion. Mein Vater ist auch Witter. Ja, deshalb bist du ja sowas wie mein Papi. So. Und sein Papa, also mein Opi, den habe ich nie kennengelernt, der ist damals im Roten Ochsen hier in Halle, ist der gestorben, wegen politischen Sachen. Ich weiß darüber nichts, weil meine Familie darüber nicht spricht mit mir. Jetzt zur Zeit sowieso schon lange nicht, das weißt du auch. Ich habe mit meinem Vater schon seit einem und dreiviertel Jahren nicht mehr geredet. Für ihn bin ich im Jenseits. Also im Internet, bei YouTube. Und dadurch, dass ich diese schönen Kindheitsjahre in diesem Gefühl, ich bin ja auch sensibel wie du, leben konnte, habe ich dann das Buch lesen können. Das war vor 3 Jahren, bestimmt vor 3 Jahren, habe ich angefangen, mich für den Kommunismus zu interessieren. Und da habe ich dann auch August Bebel habe ich ihm eine Geburtstagsrede von Lenin vorgelesen. Das ist dein Geburtstag, kannst du auch anhören, weil ich habe mich da aufgeregt. Und ich war einfach nur sehr, sehr. Ich bin immer noch getragen von dieser Stimmung, diesem schönen Gefühl, was dieses Lesen, das Erlernen, das Kennenlernen, das in Berührung kommen mit dieser Utopie-Kommunismus, ja? Die Utopie-Kommunismus. Der Sozialismus war ja nur die Vorstufe bis dorthin, das wissen auch viele nicht. Den Unterschied zwischen Sozialismus und Kommunismus, also von meinem Verständnis her, war die DDR ein Zwischenschritt, der aber dann nicht verendet werden konnte. Und alles so wie es kam, ist gut so wie es kam, denn der Kommunismus, der Gedanke, der dahinter steht, das ist das, was du
Das ist das Lebensgefühl, was die Seite in dir zum Schwingen bringt, wo du dich dann dazu genötigt fühlst, den Sozialismus doch nicht übers Knie zu brechen, alles scheiße zu finden. Und wir haben ja alle so ein bisschen das Gefühl, in einem Internat oder irgendeiner Ausbildung, irgendeinem Drill gewesen zu sein, was uns aber auch alle verbunden hat. Deine Individualität, die war in dem Sinne hier ja nicht so dann anwesend, wie du das vielleicht empfindest. Ich weiß es nicht. Jedenfalls bin ich begeistert, immer noch, von dem Gedanken. Und ich lege es dir ans Herz, da du so gerne liest, diesen dicken Band dir in irgendeiner Form mal anzusehen. Ich habe den von vorne bis hinten durchgelesen, das mache ich gerne so. Und dann hatte ich noch die kleine Enzyklopädie hier in der DDR, gab es so. Ja, genau. Ich mag ja sehr Bücher. Und VEB ist für mich ein Markenzeichen. VEB, wenn das im Buch steht, weiß ich sofort, okay, lies mal die Einleitung. Und wenn ich mich die Einleitung gelesen habe, dann weiß ich meistens, das ist gut, das ist gut. Es gibt ja viele, die lesen die Einleitung gar nicht oder überblättern den Inhalt. Ich finde das sehr wichtig. Du musst doch, bevor du ein Pies wissen, was drinsteht. Ja. Oder auch nicht? Ja, okay. Das ist halt schön. Ich mache das jetzt auch so wieder gern mit dir. Draußen schimpfen die Eltern. Hörst du es? Ich fühle mich ja sehr wohl. Hier lebt das noch. Dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses ganz tief verbundene, miteinander verbunden sein. In der Kindheit. Zu Kindertagen. Diese 6, 7 Jahre, diese kleinen Kinder, die sind hier noch anwesend, die leben hier zusammen, hier in diesen Wänden, in diesen Hallen, diesen heiligen Hallen hier. Merkst du, wie meine Stimme, wie das anstrengend zu sprechen? Das ist ja auch eine ganz, ganz seltsame Art und Weise, mit dir zu reden, und manchmal schaue ich dich ja nicht an, aber dafür bin ich doppelt. Ich weiß weiter. So. Ja. Jetzt werde ich nur ganz kurz meinen Senf drauf geben. Wir sagen, ein spannendes Experiment gerade. Und zwar hat man uns dann gesagt, der Kapitalismus, dann der Sozialismus und dann kommt zum Kommunismus, dass der Sozialismus eine Zwischenstufe ist. Das hat er genauso ausgedrückt. Aber es hat nicht funktioniert, weil einfach der Sozialismus wirtschaftlich nicht funktioniert hatte. Und nun behaupte ich, auch wenn es für dich wahrscheinlich wieder eine harte Nummer ist, dass der Kapitalismus den Sozialismus bzw. den Kommunismus in einer anderen Form den Weg ebnet. Stichwort 3D-Drucker. Sag mal, ihr habt drei einfache Linien. Das erste ist die Kommunikation, die Produktionsmittel und die Energie. Wir hören in Volkes Hand. Das hat man uns auch immer erzählt. Dann hat man uns sehr viel erzählt, wie der Kapitalismus funktioniert und nannte man Rotlichtbestrahlung. Und wir haben immer gedacht, so kann ja nicht sein, oh, die übertreiben es wieder und so weiter. Aber genau so, wie sie es uns erzählt haben, in Reinstform, da war nichts gelogen. Genau so, auch wenn der total übertrieben für uns wirkte, ist der Kapitalismus wirklich. Also die DDR-Kultur, so sage ich es wirklich, war eine echte Kultur für den Frieden. Also, und das, sage ich mal, ist eine extrem wichtige Sache, dass natürlich einige ziemlich schief gelaufen ist und dass sich einige wirklich bereichert haben und einige ihren Daumen hoch gedrückt haben. Das ist normal menschlich. Aber wie gesagt, die Menschlichkeit in Ostzeiten war eine komplett andere Ebene. Also muss man so sagen, gut, ich mach weiter. Oh, es ist still gemacht. Das ist schon. Hä? Wieso das? Muss ich ihn da drücken? Das heißt, ich bin gemeinschaftsorientiert, ich bin auch ein Gemeinwohl orientiert
als freier Mensch, als Individuum, ich brauche mir das nicht sagen lassen. Ich brauche mir nicht von irgendwelchen Funktionären sagen lassen. Ich brauche mir nicht von irgendwelchen sagen lassen. Wie mein Alter. Flüchtlinge beispielsweise. Ja. Aber wie geht es mir? Bei dieser tiefen Abneigung geht es los. Mit in so einem Moment, wo ich jemandem gegenüberstehe, der vielleicht auch noch ganz offen sagt, der ist Sozialist. Und der erzählt mir aus dem prallen Leben, ja, Dinge, wo ich eben Gemeinschaft gelebt sehe in der ehemaligen DDR. Ja. Und ehrlicherweise sagen muss, ja, das war in der DDR eher möglich. Ja. Richtig. Was dort gefehlt hat, waren die Existenzängste der Menschen. Hm. Weitgehend jedenfalls. Also ja. Fast durchgehend, ja. In der selbst der Schluckspecht von der Straße nicht vergessen worden. Ich sag's zu Existenzängsten. Das ist eine ganz spannende Idee, also eine Frage ist. Aber man, normalerweise würde man sagen, wenn eben jeder alles hat, warum sollen es Kriege geben und so weiter? Und natürlich ist der Rundumschlag andersrum nach dem Motto, wenn es jetzt keine Probleme gibt, wie soll der Mensch wachsen? Also das ist eine wirklich spannende Diskussion darüber, ob man, wenn man alles hat, ob man wächst. Und mir geht es eben am wichtigsten um Kreativität, so wie bei Peter Kruse. Dass einfach Kommunikation und Kreativität sozusagen die Dinge erschafft. So, und nicht nur Ängste oder irgendwelche, ja, wirklichen Existenzängste. Wir haben auch gesagt, wir leben in der Zone, wir haben eigentlich Glück, so. Und es gab so viele Aktivitäten, so unglaublich viel, weil zum Beispiel in der ökologischen Gruppe, da bin ich als 12-Jähriger nachts rumgerannt in einer großen Gruppe mit ganz vielen, die großen Teile immer noch kenne. Und haben Fledermäuse eingesammelt, beringt und so weiter. Diese Aktivitäten, die waren alle frei. Da gab es keinen, oh, du musst irgendwie 200 Euro zahlen oder was, sondern die waren frei. Du bist hingekommen, warst willkommen, hast wirklich Gruppenerlebnisse gehabt. Und dieses Gruppenerlebnis, das existiert jetzt nicht mehr, sondern es geht jetzt nur noch sozusagen ellbogenmäßig. Und Peter Kruse meinte auch, sozusagen, wir werden in Zukunft überlegen müssen, wie Führung funktionieren oder wer Führung kann oder wer Führer ist. Und ich erlebe das auf Arbeit. Mike, der ist wirklich, ich habe mich mit ihm sehr gut arrangiert, der ist unglaublich konzentriert, ein guter Arbeiter. Und er hat eben von seinem Vater diesen Führungsstil bekommen, wo ich dann einfach die Hacken zusammenschlage, mein Mussolini-Lächeln mache. Und er begreift dann, dass er zu weit gegangen ist. Also er versucht mich praktisch zu führen und man kann mich einfach nicht führen, zumindest nicht mit Autorität und mit, du musst, das geht bei mir einfach nicht. Und dann hat er auch so einen komischen Blick drauf und dann merkt er das auch, hat sich zwar so nicht entschuldigt in dem Sinne, aber er merkt, das geht nur in Freundschaft. Man kann Leute nur sozusagen auf gleicher Augenhöhe, in, also jetzt zumindest, irgendwie miteinander klarkommen. So, darum geht es eigentlich. Gut, ich mach weiter. Da komme ich an die Grenzen eigener Konzepte. Da komme ich an die Grenze meiner eigenen Entgegensetzung. Libertäre Gesellschaft, gar kein Staat oder Minimalstaat versus eine Zentralplanung, Zentralverwaltung. Sorry, wenn ich dich jetzt schon wieder unterbreche. Libertär heißt wirklich für mich praktisch, dass nur das Kapital und die Märkte regieren. Ich denke mal, so ist es auch gemeint, dann braucht man keinen Staat mehr, weil der Staat der natürliche Feind des Kapitals ist, weil der Staat natürlich Mittel und Wege hat, um bestimmte Dinge zu unterdrücken. Deswegen ist ja für mich immer noch die Schweiz sozusagen das Nonplusultra, was Demokratie angeht. Und leider gab es das zur Ostzeit nicht. Hätten wir das gehabt, hätten wir praktisch in Zonenzeiten oder in Zonensachen, wäre die deutsche Revolution, die deutsche Ostrevolution nicht passiert einfach. Hätten wir ja wirklich Volksabstimmung und Sozialismus gehabt, so in dieser Form. Und man hätte einfach genug Produktionsmittel gehabt, beziehungsweise man hat immer bis um eins gearbeitet, weil dann die Werkstoffe ausgingen, Kupfer, alles. Wir haben nichts bekommen und dann hat jeder seins gemacht, gequatscht. Und viele haben für sich zu Hause irgendwelche Sachen gebastelt. Natürlich wurde leider auch viel sozialistisch umgelagert. So, das ist auch so eine Sache, die dadurch vieles kaputt gemacht hat, so muss man wirklich so sagen. Und
Ich habe da natürlich Dinge im Kopf, ja. Ich möchte eine freiheitliche Gesellschaft haben, da, wo ich mich wohlfühlen kann. Das will ich, ja. Aber wenn es da keine Gemeinschaft gäbe, das Video wird ja richtig dann gut wollte ich das auch nicht. Das ist richtig gut, finde ich. Das will ich. Ganz genau, das ist genau. Das ist was bringt es uns, noch zu flattern und mal einen Abstecher in 5D zu machen? Was bringt es uns, wenn wir alleine sind und wir die anderen keine Ahnung davon haben? Ah, also wenn wir nicht existieren. Wenn wir schnuppern können, in der Flugstimmung. Existieren nur, wenn wir wahrgenommen werden. Rudi-Valenz auch verbreitet, der Bratenduft. Wir müssen noch wissen. Genau, der Rudi-Valenz, der verbreitet den Bratenduft. Das hat er geschrieben, hat er mir geantwortet. Ich bin Bratenduft verbreiten. Es muss ja nicht unbedingt ein Schweinebraten sein. Es kann ja auch ein imaginärer Weihnachtsfest sein, der nicht unbedingt ein totes Tier beinhalten muss, sondern vielleicht ich mal ein Bild. Damit ihn auch alle essen wollen und uns total drauf freuen. Der Bratenduft von der Gemeinschaft, überall reingeworfen wurden und die wir durch unsere Bewegungen und unsere Freude zum Brodeln bringen und den Duft dann in die Welt hinaustragen. Jetzt ein Beispiel, ich habe das lange, jetzt 10 Minuten ausgeweitet. Ne? Tut mir leid, dass mir das jetzt so in dem Sinne entglitten ist, ne? Aber es wird einen Grund haben. Das soll ein Beispiel sein für eine Frage, die für mich sehr unbequem ist. Oder wo ich einfach bei mir sehe, pass auf Wolfgang, dass du nicht mit Konzepten, mit festgefügten Schablonen dir selber ein Bein stellst. Das ist das, was ich schon mal mit dieser Winkelkatze meine, Stichwort Winkelkatze, der eine oder andere kennt es bei mir, ja, klar. Die mich selber in Frage stellt. Finde ich sehr, sehr gut. Ich möchte es mal jetzt interessanter machen. Ich habe jetzt über mich erzählt. Was macht der Sozialarbeiter, der linke Sozialarbeiter, wenn er mit sogenannten Flüchtlingen zusammenarbeitet, zu tun hat, ja? Engagiert sich und macht denen Angebote, wie sie sich integrieren können in die deutsche Gesellschaft, in die Modernität unserer Gesellschaft, und die nehmen die Angebote nicht wahr. Oder seine Schützlinge belügen ihn. Oder er merkt, sie haben an der Oberfläche ein Wohlverhalten ihm gegenüber, weil sie auch von ihm eben etwas haben wollen. Aber sie nutzen ihn nur aus. Ja, der Tuscheln kennen wir in ihrer Sprache, die er nicht versteht, der linke Sozialarbeiter, über ihn. Machen hämische Bemerkungen, wo er das spürt. Wie fühlt sich dieser linke Sozialarbeiter? Unbequeme Fragen könnte er sich dann stellen. Ja. Ist das richtig, was ich hier tue? Ist das wirklich richtig? Was für ein Gefühl habe ich da gerade, wenn ich Zeuge von dem hier werde? Wie passt das eigentlich mit meinem Berufsselbstverständnis zusammen? Lieber Wolfgang, ich wünsche mir eine Welt, in der ich was an der Toilette trinken kann oder ausweichen. Ich möchte irgendwann Kinder bekommen, ja. Und das habe ich Bernd schon versucht zu verklickern, aber er ist da ein bisschen blockiert, ja, weil das kleine Mädchen kommt dazu sehr durch. Das verletzte kleine Mädchen. Ich wünsche mir eine Welt, in der ich Kinder bekommen darf, ohne dass diese Kinder einen Namen bekommen, verpasst bekommen müssen, ja, der sie schon mal von vornherein mit irgendeiner Schwingung behaftet. Ja, jeder Name hat eine Schwingung, trägt eine Schwingung und eine Botschaft. Also all diese ganzen Zettel, die dann zu werden vermeidet, ja, und Zettel, wo irgendwas dran klebt, was du sein sollst und bist, das ist richtig. Die Leute sind so individuell, dass sie schon gar nicht mehr wissen, wer sie sind. Weil sie sich nicht mehr reflektieren können in dem anderen. Ja, verstehst du? Spiegel sind kaputt. Er kennt sich nicht mehr in dem anderen. Und ich möchte eine Welt, in der das Gemeinschaftsgefühl aus meiner Kindheit wieder vorhanden ist. Dass ich wieder getragen fühle von meiner ganzen Familie. Und meine Familie, die sind alle Menschen auf der Welt, alle sind meine Brüder und Schwestern. Ich habe vor vielen Jahren in meinem neuen Leben, also vor 3 oder so, dass
Wenn wir nicht keine Freunde sind. Und die meisten wissen das noch nicht. Freundschaft, Freundschaft. Als Sozialarbeiter. Als Profi Willkommensheißer. Ich muss da auch noch mal ganz kurz zwischengrätschen. Im Grunde geht es um die Zukunft. Die Evolution bedeutet, dass wir Kinder kriegen können, ohne dass wir Angst haben müssen vor Kindermördern, dass sie auf der Straße überfahren werden. Dieses ganze extrem überdrehte Sicherheitsbedürfnis. Im Prinzip haben wir eine Volksparanoia, kann man wirklich sagen. Keiner will mal Kinder kriegen, aus dem Grunde, in diese Welt setzt sich doch keine Kinder, aus dem Grunde, weil die sind doch sowieso chancenlos in Zukunft. Die Zukunft wird schwer und grausam. Und dadurch werden wir Deutschen uns nicht vermehren, aus dem Grunde. Die Araber haben eine andere Kultur. Und da das läuft ganz anders. Es ist eine komplett andere Welt. Also ich habe ja mit den Jungs zu tun, von der Afghanen. Also die kriegen hier eine Depression, weil ihre Kultur eine komplett andere ist. Die kennen dieses Gemeinschaftsgefühl. Und da ist es ein ganz anderes Ding, wenn du Kinder kriegst. Es ist nicht muss so, wie teilweise zu DDR-Zeiten, dass man sozusagen schnell heiraten musste und schnell Kinder kriegen musste, um eine Wohnung zu haben. Das war sozusagen ein Problem. Also das hat zu DDR-Zeiten durch ein gewisses Muss funktioniert. Aber ein Wollen, dass man sieht, okay, klar, warum soll man, ich meine, Sex ist sowieso toll, aber warum haben wir keine Kinder? Und darum geht es eigentlich in die Gesellschaft. Wenn eine Gesellschaft keine Kinder mehr produziert, dann stimmt etwas vorne und hinten sowas von überhaupt nicht. Also Repräsentant und Aktivist der Willkommenskultur, wie passt das eigentlich mit einem positiven Selbstbild zusammen, was ich vor mir habe, wenn ich hier sehe, ich werde hier für dumm verkauft, ich werde hier belogen oder da sind Sachen, die ich in meiner Arbeit sehe, in der Zusammenarbeit mit Schützlingen, ja, vielleicht der eine oder andere dabei noch, der ganz, ganz abfällig über Frauen spricht. Wie komme ich damit klar? Wie kommt die Feministin klar damit, wenn eben Frauen in Deutschland den öffentlichen Raum meiden, also nicht mehr alleine in der Dunkelheit irgendwo hergehen möchten? Ja? Das ist ja nicht eingebildet. Das ist ja wirklich nicht eingebildet. Das ist ja hier in Deutschland flächendeckend inzwischen, dass sich da eine Angst ausgebreitet hat. Ja? Die Angst war schon vorher da. Einfach deswegen, weil dieses System einfach Gewalt erzeugt. Man kann sich das ganz toll in Amerika angucken. Diese Schere zwischen Arm und Reich erzeugt dieses, dass die Reichen den Armen noch die Knarren verkaufen, damit sie sich gegenseitig über den Haufen schießen. Und das geht einfach so nicht. Also das heißt nicht, dass durch die Ausländer plötzlich Gewalt nur entsteht, sondern wie zu Zonenzeiten, da gab es keine Kindermörder, da gab es keine Frauenschänder, ab und zu mal selten, ganz selten. Und ich habe gespielt im Wald, meine Mutter hat sich da überhaupt keine Platte machen müssen. Ich war sozusagen mit Kindern unterwegs, mit anderen Kindern. Wir haben so viele Sachen gemacht, die einfach wunderschön waren, Buden gebaut, so das, was die Kinder heute alle ja nicht mehr machen. Und das in Gemeinschaft und ohne Angst. Also ich habe so viele Autos auch, dass man gar nicht überfahren werden konnte. Also ich habe da in so einem Dorf gelebt, sowieso. Da war, wenn da ein Auto vorbeikam, dann wusstest du, wer das Auto ist. Also ist wirklich so. Ich wollte dich gerade unterbrechen. Wie geht das? Wenn du mit der Maus das Zeichen fixiert, was die Space-Taste betätigen soll, du kannst ja auch muten, indem du auf die Space-Taste drückst. Und hier in dem Fall machst du Play und Pause. Okay. Ja. Gut, jetzt machen wir einmal weiter, okay? Stell dich nicht auf diese Frage. Die unbequemen Fragen werden hier in Deutschland nicht gestellt. Das ist das Problem. Es kam jetzt mal, vor zwei Tagen kam mal auf, dass ich bin... Vollverschleierung ist manchmal notwendig. Und das aus Gründen, die gar nicht offensichtlich zu sein scheinen. Es ist das Gefühl, du fühlst dich besser, wenn der andere dich nicht sehen kann. Frauen haben damit wirklich ein Problem. Weil das hat alles eine Wirkung. Die erstmal wieder wahrgenommen werden möchte. Ja. Ich finde zum Beispiel auf der einen Seite gut, dass manche wieder frei ist in seinen vier Wänden.
beziehungsweise in den Hallen. Aber andererseits, also das heißt, wenn nackig rumrennt, der macht mir die Tür auf mit seinem Schwanz, weißt du? Hör was los. Und ich, ich darf. Wenn ich in der Auto gucke, denke ich, der guckt mich wieder fix an, weißt du? Aber ich will nicht so einen Schwanz sehen müssen. Ich hasse das männliche Geschlecht. Das ist hässlich. Ist doch mal so. Und das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn der Schwanz nur 2 Zentimeter groß ist. Der ist größer. Und so ein Lümmel hängt, wo du dann eine XL-Tüte drüber ziehen musst. Das ist ja sogar ein verstecktes Kompliment. Nur weil ich ein Video mache, soll ich mir einen Anstand tun, ja? Und der sich gleich auf den Vordertieren lassen, dann nackig rumzudrängen. Und jetzt, ich kann das nicht, ich muss meine Augen abwenden. Es funktioniert nicht. Das ist nicht für meine Augen bestimmt, was ich da zu sehen bekomme. Das ist richtig. Ja, alle Tiere können ja schon ins Einfahren, nur Menschen nicht oder wie die. Videos, die ich mache, eigentlich nicht lösen. Da mache ich auch ein Statement so. Bei mir ist es eben so, ich fühle mich nackig einfach wirklich am wohlsten. Sagen wir mal, mir ist es wirklich einfach anerzogen worden, am liebsten wäre ich nackig, hätte aber Schuhe an, also gute Schuhe, weil ich als Kind zu oft auf eine Biene getreten bin, dass mir die Füße irgendwie aufgeritzt habe, das ist ein Trauma gewesen. Mein Opa war Gärtner, Imker, dadurch kam das. Aber ich fühle mich wirklich nackig am wohlsten und in dem Falle war ich gerade aus der Badewanne gesprungen und ich mache immer, egal wie, die Tür auf und die Leute sehen schon, aha, okay, ist gerade unpässlich, sage ich, ja, du bist schon. Genau. So, und das Erstaunliche bei mir in meiner Welt, du weißt nie, wer hinter der Tür steht, so. Aber egal welcher, wenn du nackig da stehst, der ist erstmal sowas wie paralysiert, so in dem Sinne. Und ich habe hier schon krasse Besuche gehabt, aber selbst die Polizei, die hier war, die hat da ganz paralysiert reagiert so. Und nachdem ich dann irgendwie, haben sie ja mitgekriegt, da ich total noch verpennt war und ich brauche mit meinem Kreislauf eine Ewigkeit. Und dann natürlich haben sie 2-3 Mal gesagt, ziehen sie sich was an und irgendwann habe ich es dann so langsam geschafft. Und ich glaube, auf eine gewisse Weise war das für sie, will ich sagen, doch eigentlich echt so. War ja einmal so vollkommen zermürbt so. Gut, okay. Anspreche, dass ich dann im ewig gleichen mich drehe, im selben Saft wieder schwore, auch nach 3-monatiger Videopause. Aber ich sag's mal wieder, ganz deutlich, in aller Offenheit. Ja. Ich gebe jetzt nicht antworten. Ich musste gestern weinen, als ich hierher kam. Ich war gestern mit Silvi, ist eine Freundin von uns, von Bernd und mir. Das ist ja sozusagen meine Ersatzmutti. Du bist ein Ersatzpapi und sie ist eine Ersatzmutti. Die konnte früher Spagat und die war übelst akrobatisch, sie war eine Akrobatin, sie ist eine kleine, zierliche, aber mit sowas von Faustdick hinter den Ohren. Bayerin, Münchnerin. Ja. Sie ist Seelsorgerin, Telefonseelsorgerin, ihr schüttet Menschen ihr Herz aus. Und es erfordert total viel Energie, die ihr dann abgezogen wird. Und gestern meinte Ruhms, so nennt ihn Bernd, Hans-Jörg Ruhm von dem Mann, lieber Hans, das haben wir auch aufgezeichnet, der sagte, dass irgendwie hat er gemeint, auf einen Mann Frauen kommen so auf der Welt. Ja, statistisch. Ich hoffe, das stimmt. Da habe ich mich gefragt, na, wie kann denn das sein? So biologisch ist es doch 50-50. Ja, vielleicht ein bisschen mehr das eine oder andere ist ja auch so generell 50-50. Und wenn Rums dann sagt 1-5, dann habe ich das Gefühl, dass die 50% Frauen, ja, 5-mal mehr Energie aufwenden müssen, damit der ganze Laden hier nicht vor die Hunde geht und hochgeht, dass die Männer befriedigt sind. Ja. Also auf einen Mann, 5 Frauen, die 5-fache Frauenenergie. Das heißt, die Weiblichkeit ist über alle Maßen belastet. Und das ist nicht schön. Das will ich nicht. Ich bin Skorpion. Ja? Ich gehe in Sachen sehr tief auf den Grund und ich bin außerdem ein Schütze. Ich zeige mit dem Finger drauf und ich mache mich noch lustig drüber. Das kann ich. Und meine Leute sind Zwillinge, das heißt, ich habe eine Verbindung zu den Leuten. Ja? Was soll ich denn sagen? Ja. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Es gibt aber auch Männer, die dann die Rolle der Frau einnehmen. Hans ist dann so jemand. Ja.
Und das zeigt sich dann auch in den wenigen Haaren, die er auf dem Kopf hat. Das ist meine Matmusum. Ich glaube ja, dass das Universum eigentlich so 80% aus Frauen oder weiblich ist. Und wir Männer, das männliche Prinzip, wir sind nur die Pufferzone dazwischen, damit sich die Weiber nicht gegenseitig umbringen. Also Männer im Verhältnis zu Frauen sind viel, viel friedlicher miteinander. Wir können zusammenarbeiten, zusammenhalten, so was Frauen nicht wirklich können. Und doch, mit Silvi kann ich das. Und wenn wir sozusagen als Männer mit Frauen unterwegs sind, benehmen wir uns eigentlich auch noch viel besser. So. Und die Frauen können sich nicht die Augen auskratzen. Das ist wirklich so. Frauen untereinander ist nicht lustig. Also der Tittenneid ist wirklich echt krass. Weil ich habe das Gefühl, dass die meisten Weiber, wenn sie nicht so tun, als wären sie ein Typ, dann aber trotzdem die Rolle, die Sichtweise einnehmen müssen, wenn sie sich mit Typen auseinandersetzen. Ja? Die Jule zum Beispiel, eine gute Freundin von Bernd, die war hier. Und ich hab hingehorcht, wenn sie mit ihm sprach. Die kennt sie schon echt lange. Und sie war damals mit dabei, als das in die Brüche ging mit seiner Beziehung, mit seiner Freundin und der Tochter, die daraus vorging. Also eine gute Freundin, die ihn sehr lange schon kennt und die auch weiß, wie sie ihn zu nehmen hat. Und da habe ich mich wiederentdeckt bei der Jule. So war ich früher auch, sehr dunkel gekleidet, schwarz, lange Haare, hübsch, sehr hübsches Mädchen. Und ja, genau, also so eine Männerversteher. Schwule Mädchen. Schwule Mädchen. Ja. Echt lange Video, oh Gott. Das ist wichtig zu erkennen. Ja? Es gibt viele Weiber, die tun so, als wären sie Typen. Das ist schlimm. Und dann gibt es wieder die Männer, die so weiblich sind, die das dann wieder auffangen, aber auch darunter leiden. Und die diesen Mischmasch, der schon lange, viel länger als das Gender-Thema hier in die Öffentlichkeit getragen wurde, ja, das ist jetzt nur noch entarteter als vorher. Ja? Ich bin nicht der Meinung, dass die Frauen an Herd gehören. Wir können viel Menschen besser kochen. Zu sein. Wunderbares Mahl zu bereiten, das allen Kraft schenkt. Vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich bin ja in meinem Mädchensein, ich bin ja in meiner neuen Weiblichkeit angelangt, dank meinem Liebsten. Der hat mich ja so lange weggestoßen, bis ich dann darauf kam. Da gibt es noch mehr, Katrin. Noch viel mehr. Und wenn du das erstmal alles, diese ganzen Zwiebel heute, diese ganzen Pellen von dir wenn du ganz oft Schmetterlinge oder Schlange, wenn du ganz oft die skorpionische Schlange warst, ja? Oder der Adler, der von ganz oben, wenn du es nur blicken kann, wenn du ganz tief sehen kann, ganz weit sehen kann. Selbst die Weihräuchung. Nun, das ist schon ein Fall, oder? Hallo, Welt. Also, Lösung, ich stelle mich irgendwie etwas positiv vor. Das ist die Lösung, ja. Und was ich hier gerade sage, dass diese unbequemen Fragen nicht gestellt werden. Oh, die Deutsch stellen kennt Bernd auch noch nicht. Die muss ich jetzt reinhauen. Nee, ich mach das extra für dich rein. Nee, nee, nee. Oh, die Dutschke? Der ist Rudi. Machen wir mal den. Vielleicht auch nicht. Rudi Dutschke beschreibt zur Zeit in der BRD herrschende Hauptprobleme. Revolution ist nicht ein das ist es, genau. Kurzer Akt, wo mal irgendwas geschieht und dann ist alles anders. Anders. Dann ist alles anders. Ich mag gestrickte Sachen. Stricken, das bringt mir Silvi bei. Die kann das alles.
Dann ist man ja von meiner Wahlmanie lernen. Revolution ist ein langer, komplizierter Prozess, wo der Mensch anders werden muss. Wir haben vor 2 Jahren begonnen, Mach mal das Video kurz aus. Mach ich.